Hi Leute und willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe hier mal ein schönes Farbsprühsystem von Bosch zur Verfügung gestellt bekommen und zwar von der Webseite 1-2-do.com und das möchte ich gerne heute mal antesten, wie ich es euch schon in meinem Unboxing quasi versprochen habe. Wir werden heute einfach mal dieses System benutzen und einige kleine Anstricharbeiten erledigen. Was mir am liebsten ist oder was ich am liebsten mal ausprobieren möchte, ist natürlich das Anstreichen einer Wand, weil da habe ich immer die meisten Probleme, wenn man jetzt mit so einem Roller auf einer grob strukturierten Wand, sagen wir einfach mal Raufasertapete oder einem Putz irgendwas streichen muss. Jeder, der das schon mal gemacht hat, weiß, dass das eine einzige Katastrophe ist. Man muss saumäßig aufdrücken, um mit der Farbe da reinzukommen. Dann deckt es nicht richtig und man macht eine riesen Sauerei um sich herum. Und hier dieses System verspricht ja, dass das ziemlich einfach durchführbar ist. Deswegen hätte ich gerne mal eine Wand gestrichen mit dem System. Und dann möchte ich mal probieren, wie sich das System verhält, wenn ich zum Beispiel einen Zaunpfahl, einen alten, restaurieren möchte und streichen möchte. Und was mich vor allen Dingen interessiert, wie geht das System mit der Farbe um? Brauche ich sehr viel Farbe? Brauche ich wenig Farbe? Und wie genau kann ich mit dem System vor allen Dingen arbeiten? Schieße ich sehr viel Farbe an dem Objekt vorbei oder kommt die Farbe wirklich dorthin, wo ich sie auch haben möchte? So, als erstes werde ich jetzt mal mit dem Wandlackierarbeiten beginnen. Dafür muss ich natürlich erstmal meine Maschine vorbereiten. Das ist ja hier aber nicht sehr sonderlich schwer. Das heißt, wir haben die Düse und alles schon aufgebracht. Wir müssen nur noch die Maschine zusammenbauen und die Farbe einfüllen. So, als erstes haben wir hier diesen Grundkörper. Hier sehen wir gleich einen Anschluss für unseren Schlauch. Bei diesem Schlauch kann man nicht viel verkehrt machen. Es gibt zwei Enden, die sind absolut identisch. Wir nehmen uns eines dieser beiden Enden und bringen es hier unten in diesen Bajonettverschluss auf und verriegeln es, bis es sich einfach nicht mehr drehen lässt. Auch bitte hier keine Gewalt anwenden. Wenn fest, dann fest. So, als nächstes nehmen wir das zweite Ende des Schlauches, begeben uns zu unserer Sprühpistole und verriegeln es hier hinten auch auf dieselbe Art und Weise. Dann wichtig nochmal, hier nicht vergessen, den Voreinstellparameter zu wählen. Wir haben hier, wie gesagt, eine Wandfarbe und müssen den Voreinstellparameter 4 oder 5 wählen. Ich beginne jetzt einfach mal mit dem Parameter 4. Einfach die 4 nach oben gedreht. Hier ist ein kleines Zeichen. Also muss die 4 nach oben stehen. Und jetzt befüllen wir hier unten den Behälter erstmal mit Farbe. Bevor wir allerdings den Behälter mit Farbe befüllen, empfehle ich euch hier hinten mal kurz den Schlauch abzuriegeln. Das empfehle ich euch generell, wenn ihr mit den Arbeiten mal kurz pausiert, macht den Schlauch ab. Und so könnt ihr nämlich das System sauber hier aufstellen. Habt ihr den Schlauch dran, könnte der Schlauch dazu führen, dass die Pistole umfällt. So, bevor wir natürlich lackieren müssen, müssen wir also wie gesagt erstmal die Farbe einbringen. Dafür nehme ich hier diesen Farbbehälter, riegele ihn ab. Wichtig, wir haben zwei Farbbehälter, das heißt, wir können uns zwei Chargen vormischen oder vorbereiten. Eine mit einem Deckel verschließen und beiseite stellen und die andere gleich in der Pistole bereithalten. So haben wir ein flüssigeres Arbeiten gewährleistet und wir können länger sprühen, ohne zu unterbrechen. So, den Farbbehälter stelle ich jetzt mal hier hin. Hier haben wir ein spezielles Sieb dabei, das solltet ihr auf jeden Fall verwenden. Es ist ein sehr grobes Sieb, wie man hier sieht. Das heißt, es geht also hier viel durch. Das heißt, dieses System verzeiht auch vielleicht etwas dickere Farbe. Der Hersteller wirbt hiermit, dass wir die Farbe an sich nicht verdünnen müssen, wenn dann maximal zu 10%. Und wenn ihr verdünnt, passt bitte darauf auf, wie die Farben verdünnt werden. Benutzt den richtigen Verdünner oder benutzt das dafür vorgesehene Medium, wie zum Beispiel bei der Wandfarbe hier Wasser. Mischt keine Verdünnung oder verwechselt hier nicht den Verdünner. Dann habt ihr nämlich meistens die Farbe versaut und sie fängt an und flockt, klumpt oder was oder weiß der Teufel, was dann noch mit der Farbe passiert. Jedenfalls habt ihr kein schönes Ergebnis. So, ich habe jetzt hier einfach mal eine ganz billige Wandfarbe genommen, denn in der Regel, die meisten benutzen auch immer die günstigeren Wandfarben für den Außenbereich, da man damit am weitesten kommt, bei dem geringsten Preis. Ob das nun die sinnvollste Lösung ist, lasse ich mal dahingestellt sein. Ich habe sie aber mal extra gewählt, da nämlich auch die billigeren Farben meistens die größeren Probleme beim Streichen verursachen. Und da will ich jetzt nämlich mal sehen, wie sich das mit diesem Sprühsystem darstellt. So, noch ein wichtiger Punkt zur reinen Vorbereitung der Farbe sage ich jetzt mal nichts. Da richtet ihr euch ausschließlich nach dem Beipackzettel, der auf der Farbdose aufgebracht ist, denn das kann sich von Farbe zu Farbe ganz massiv unterscheiden. Wichtig sollte halt sein, wenn ihr die Farbe aufmacht, ist sie in der Regel nicht ordentlich durchmischt. Das heißt, ihr solltet sie, wenn möglich, mal aufrühren. Das kann man manuell machen oder man nimmt hier eine Maschine für.
je nachdem, wie der Zustand der Farbe ist, und bereitet sie dementsprechend natürlich erstmal vernünftig vor. Denn wenn ihr sie nicht aufgerührt habt, kann es sein, dass halt obendrauf der Verdünner oder das Wasser noch schwimmt, was halt immer in der Farbe ist, und unten drin der reine Farbstoff. Und das wäre dann sehr unschön, wenn ihr das so natürlich in eure Farbpistole eingibt. So, jetzt gieße ich die Farbe hier ein. Wichtig, wenn ihr mit Farben arbeitet, denkt an die Schutzmaßnahmen. Darauf möchte ich jetzt nicht arg zu sehr hineingehen, aber Handschuhe sollten schon irgendwie zur Grundausstattung gehören. Eventuell dann auch ein Mundschutz, Augenschutz und dergleichen. Aber ich will nicht zu stark darauf eingehen, denn diese ganzen Hinweise findet ihr in jeder Bedienungsanleitung, in der Bedienungsanleitung des Gerätes, auf der Farbe aufgedruckt. Und es wird immer wieder wiederholt. Wenn sie jemand nicht ausführt, ist er eindeutig dann selber dran schuld, wenn was schief geht. Aber kommen wir erstmal zum Eingießen der Farbe. Wir sehen hier, diese Farbe wurde von mir nicht vorverdünnt und sie ist ziemlich dick. Ich bringe die jetzt hier in dieses Behältnis ein. Beim Eingießen der Farbe achtet bitte darauf, dass ihr den Behälter nicht zu sehr befüllt. Also wir sehen hier vorne an dem Behälter einen kleinen weißen Pfeil und er markiert uns die maximale Befüllmenge in diesem Behälter. Diese sollte auch wenn möglich nicht überschritten werden. Und wenn wir diese dann also erreicht haben, ist der Behälter befüllt. Vor dem Zusammenbau solltet ihr allerdings darauf achten, dass hier oben auf dem Rand nicht zu viel Farbrückstände sind. Dann nehmt ihr eure Sprühpistole, bringt sie hier auf und verriegelt sie mit dem SDS-System und seid einsatzbereit. Für das Arbeiten mit Wandfarben wählen wir hier natürlich den Punkt Wandfarbe aus. Auch hier haben wir wieder die Möglichkeit, den Druck zu erhöhen oder zu verringern. Als nächstes schauen wir dann hier in unsere Tabelle und wählen dann dementsprechend unsere Düse aus. Das wäre für Lasur die graue Düse, für Lack die schwarze Düse, für Wandarbeiten oder Wandfarben die weiße Düse. Dann suchen wir noch unseren Voreinstellpunkt aus, den wir hinten an der Pistole einstellen können. Das wäre für Lasuren 1 bis 3, für Lack 1 bis 3 und für Wandfarben die Einstellung 4 bis 5. Hier können wir, wie gesagt, wieder individuell auswählen, was dann die richtige Einstellung für uns ist. So, an unserer Sprühpistole selbst machen wir Folgendes. Wir wechseln hier vorne den Düsenaufsatz. Dazu öffne ich einfach die Sprühpistole hier vorne, entnehme hier diesen Vorsatz und bringe hier die dementsprechende Düse auf, die ich hier benötige. Da ich jetzt hier Wandfarben verarbeite, brauche ich die weiße Düse, habe quasi die richtige schon aufgebracht, schraube sie hier ein, nicht zu fest, bringe hier diesen Sprühkopf auf und verschraube ihn hier vorne mit dieser Überwurfmutter. Auch wichtig wäre nochmal zu erwähnen, das Arbeiten hier mit diesem Sprühkopf. Wir haben hier eigentlich drei Grundeinstellungen. Ich demonstriere sie einfach mal. Das hier wäre die Einstellung für Hoch- und Runterbewegung. Das heißt, wenn ich so streichen möchte oder sprühen möchte. Diese Einstellung wäre die richtige Einstellung für eine Links-Rechts-Bewegung. Das heißt, wenn ich so streichen möchte. Und diese 45-Grad-Einstellung ist eine spezielle Einstellung. Hiermit erzeugen wir eine Art Punktstrahl und der ist besonders geeignet für Eckarbeiten. Das heißt, wenn wir hier irgendwelche Ecken, Nischen oder Kanten besprühen müssen, können wir hier etwas zielgerechter arbeiten. Das heißt, wir stellen diesen Sprühaufsatz auf 45 Grad. So, nun wollen wir uns mal das Sprühergebnis an der Wand anschauen. Ich stelle die Pistole so ein, dass ich von links nach rechts sprühen kann, also seitlich, klicke meinen Schlauch ein, habe hier alle Voreinstellungen getroffen und beginne.
So, das Durchsprühen dieser Wand hat jetzt ungefähr 15 bis 17 Minuten gedauert und ich habe verbraucht 3 komplett gefüllte Kartuschen, das heißt in etwa 3 Liter Farbe. Also so schnell hätte ich es definitiv nicht von Hand streichen können. Und die Deckung ist eigentlich auch relativ gut, besonders da ich hier eine sehr billige Farbe verwendet habe. Und jetzt kann man das Ergebnis nochmal abtrocknen lassen, dann weist diese Farbe sowieso nochmal eine ganze Ecke nach und kann dann eventuell nochmal eine zweite Schicht auftragen. Das ist aber dann farbabhängig. So, den Outdoor-Test habe ich nun beendet. Das heißt, die Wand ist komplett gestrichen. Wie gesagt, Viertelstunde, 20 Minuten, da war ich mit allem durch, mit Nachfüllen der Behälter. Es hat mich auch noch mein Nachbar aufgehalten. Alles in allem ging es ziemlich flott. Ich habe auch, wie gesagt, hier eine verdammt billige Farbe verwendet. Kübel 9 bis 15 Euro, also wirklich, vorsichtig ausgedrückt, der letzte Mist. Und da ich diese Farbe auch im Vorfeld schon mal an diesem Objekt gestrichen habe, ihr habt ja gesehen, dass da schon teilweise dran umgestrichen war, weiß ich in etwa, dass diese Farbe eine sehr schlechte Deckung hat. Aber ich kann euch jetzt mal das Endergebnis nach einem Anstrich mal zeigen. Ich blende euch mal ein Foto ein. So sah es jetzt im abgetrockneten Zustand aus. Ihr habt ja das im Vorfeld gesehen. Hier vorne war diese freie Ecke, die noch nicht so richtig gestrichen war. Und da könnt ihr nochmal abgleichen, wie das nach einem Durchgang mit diesem System aussieht. Wie gesagt, mit dem Pinsel brauche ich hier 3 Durchgänge, um zu decken. Ich nehme an, mit dem System schaffe ich das mit 1 oder 2 Durchgänge. Kauft ihr hier vernünftige Farbe, schafft ihr das eventuell sogar mit einem Durchgang. Ich muss des Weiteren nochmal dazu erwähnen, dass ich die Vorgaben etwas verändert habe von der Einstellung. Ich habe die etwas abgepasst und bin mit dem Druck etwas nochmal zurückgegangen und habe auch die Farbe beim zweiten Behälter mit etwa 5 bis 10% Wasser nochmal eingedünnt, da sie mir in dem dicken Zustand zu sehr geflogen oder geflockt ist beim Aussprühen. Das hat dann zu viel Verteilung gegeben und hat mir zu viel Sauerei verursacht. Aber das müsst ihr, wie gesagt, dann separat nochmal selber abstimmen, wenn ihr mit dem System arbeitet. Was auch wichtig ist, was ich euch generell bei solchen Teilen hier empfehle, bevor ihr an sowas dran geht, sprüht ein Probestück. Nehmt euch ein ähnliches Stück und sprüht erstmal vor und stellt die Anlage vernünftig an dem Probestück ein. Denn es ist nicht schön, wenn man die Anlage an dem fertigen Stück einstellt und dann lauter Rotznasen schon dran geschossen hat und dann erst richtig die Einstellung findet und dann loslegt. So, aber nichtsdestotrotz kommen wir jetzt nochmal zum Lasieren. Ich benutze jetzt hier eine sehr dünne Lasur und versuche hier nochmal das Objekt zu lasieren. Wenn man das meistens mit einem Pinsel macht oder mit einer Rolle, weiß man ja, bei solchen Kanten hier kriegt man übelste Schwierigkeiten. Ich schaue jetzt mal, wie schnell das mit dem System geht. Und normalerweise spritze ich oder sprühe ich nicht in meiner Werkstatt. Das mache ich entweder draußen oder in einem speziellen Raum. Mit dem System wage ich es mal, hier in der Werkstatt zu sprühen, da ich hier ziemlich fein dosieren kann, wie die Anlage funktionieren soll. Arbeite ich hier mit Druckluft, ist das teilweise nicht so schön möglich. Da habe ich einen übelsten Aussprüh oder Auswurf nach hinten raus. Mal schauen, wie das sich jetzt bei diesem System entwickelt. Wenn ich Pech habe, habe ich mir hier hinten die komplette Werkstatt versaut. Aber ich hoffe mal, dass das System das hält, was es verspricht. So, die Lasur habe ich jetzt hier eingefüllt. Die Einstellungen wurden nach Vorgabe vorgenommen. Und ich schaue jetzt mal, wie sich das hier an diesem Stück verhält. Ich habe jetzt kein Probestück gesprüht. Wir gehen hier gleich voll drauf und stellen die Maschine oder wenn sagen das Gerät beim Sprühen mal ein und schauen, was für Ergebnisse wir erzielen. So, und damit bin ich mit der ganzen Geschichte schon durch. Das hat jetzt, weiß ich, eine Minute gedauert, wenn überhaupt. Am Anfang hat man gesehen, kam hier zu viel Farbe raus. Dann habe ich nochmal den Druck stark reduziert. Und zum Schluss hin hat das tadellos funktioniert. Alles in allem, wie gesagt, die Werkstatt hat es überlebt. Es hat nicht arg so viel geworfen. Alles in allem empfehle ich euch da aber trotzdem, macht solche Arbeiten im Freien oder deckt halt alles dementsprechend ab.
Und nach beendeter Arbeit sollte man natürlich auch das Werkzeug dementsprechend reinigen. Das geht hier auch ohne Probleme. Ihr besorgt euch das dementsprechende Reinigungsmittel hierfür. Wenn es wasserlösliche Farben sind, ist es natürlich Wasser. Ich demonstriere das hier einfach mal mit Wasser, weil ich hier jetzt wasserlösliche Farben nur verwendet habe heute. Ihr nehmt euch einen Eimer, zerlegt dieses Gerät vollkommen und könnt alle Teile einzeln schön sauber spülen. Baut vorne die Düse ab, das ist sehr wichtig, reinigt die Düse. Es ist ein dementsprechendes Reinigungsgerät, so ein kleiner Pinsel vorhanden, damit arbeitet ihr die Düse nochmal nach, reinigt auch hier vorne den Sprühkopf und spült alles nochmal ordentlich aus. Wenn ihr das wollt, ich mache das zum Beispiel auch so bei meinem Druckluftsystem, wenn ich die komplette Anlage nochmal gereinigt habe, fülle ich hier unten nochmal den Behälter voll mit Wasser, schalte das System nochmal ein und sprühe die komplette Anlage oder den kompletten Sprühkopf nochmal mit reinem Wasser komplett durch, bis dieser Behälter leer ist. Das geht ja relativ schnell, ihr stellt auf starke Leistung und habt somit nochmal euer komplettes Innenleben ausgespült. So, und damit komme ich auch zum Ende von meinem kleinen Test. Ich hoffe, er hat euch gefallen und konnte euch hier ein bisschen weiterhelfen. Ich bin mit dem Ergebnis doch recht zufrieden, vor allen Dingen mit der Geschwindigkeit, die ich hier hatte. Das System hat ziemlich schnell gearbeitet. Hätte ich das alles mit einem Pinsel oder mit einer Farbrolle machen wollen, wäre ich doch sehr lange dran gewesen. An dieser Stelle sage ich auch nochmal Danke an die Webseite 1-2-do.com, die mir das Gerät hier zum Testen mal zur Verfügung gestellt hat. Und kommen hiermit auch zum Schluss des Videos. So, und falls ihr noch Interesse an weiteren meiner Videos habt, habe ich hier unten noch ein paar schöne Anmerkungen für euch eingebunden. Schaltet die Anmerkungen bei YouTube ein, da könnt ihr direkt draufklicken, kommt direkt zu den Videos, zu den Kanälen und zu den Playlists. Falls euch das Video gefallen hat, gebt einfach einen Daumen hoch, falls nicht, einen Daumen runter. Kommentare sind erwünscht. Ihr könnt auch gerne etwas Kritik hinterlassen, falls euch irgendwas nicht gefallen hat oder ihr noch Verbesserungsvorschläge habt. Immer rein damit. Und hiermit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.